anyone who stands at this pulpit. Jeder, der hier an diesem Pult steht, um eine Ansprache zu halten, spürt die Stärke und die Unterstützung der Mitglieder in aller Welt. Und ich bin dankbar, dass diese gleiche Unterstützung auch von unserem Ehepartner auf der anderen Seite kommen kann. Vielen Dank, Janine. Der Heilige Geist teilt uns wichtige Botschaften mit, von denen wir uns im Erdenleben leiten lassen. Wenn eine solche Botschaft unmissverständlich klar und von wesentlicher Bedeutung ist, gebührt ihr der Titel Offenbarung. Handelt es sich um eine Reihe von Eingebungen, wie wir sie oftmals bekommen, um uns schrittweise zu einem erstrebenswerten Ziel zu führen, ist in meiner heutigen Botschaft Inspiration das richtige Wort. Ein Beispiel für Offenbarung ist die Weisung, die Präsident Spencer W. Kimball, nachdem er den Herrn lange und unablässig angefleht hatte, erhielt, dass allen würdigen Männern in der Kirche das Priestertum übertragen werden soll, was damals ja nur einigen Männern vorbehalten war. Ein weiteres Beispiel für Offenbarung ist diese Erkenntnis, die Präsident Joseph F. Smith zuteil wurde. Ich glaube, wir bewegen uns und leben in der Gegenwart von himmlischen Boten und Wesen. Wir sind nicht von ihnen getrennt. Wir haben einen engen Bezug zu unseren Verwandten, zu unseren Vorfahren, die uns in die Geisterwelt vorausgegangen sind. Wir können sie nicht vergessen. Wir hören nicht auf, sie zu lieben. Wir behalten sie immer in unseren Herzen, in unserer Erinnerung. Und daher sind wir mit ihnen durch Bande verknüpft und vereint, die wir nicht zerreißen können. Wenn dies schon auf uns, die wir von irdischen Schwächen umgeben sind, in unserem begrenzten Zustand zutrifft, wie einleuchtend ist es dann doch, zu glauben, dass die Getreuen, die schon im Jenseits sind, uns besser sehen können als wir sie, dass sie uns besser kennen als wir sie. Wir leben in ihrer Gegenwart, sie sehen uns. Sie sind besorgt um unser Wohl. Sie lieben uns jetzt mehr denn je. Jetzt sehen sie nämlich die Gefahren, die uns bedrängen. Daher müssen ihre Liebe für uns und ihr Wunsch, dass es uns gut geht, größer sein, als wir dies selbst für uns empfinden. Beziehungen mit Menschen, die wir kennen und lieben, können auch durch den Schleier hindurch gestärkt werden. Dies geschieht durch unser entschlossenes Bemühen, stets das Richtige zu tun. Wir können unsere Beziehung mit einem Verstorbenen, den wir lieben, auch stärken, indem wir uns bewusst machen, dass die Trennung nur vorübergehend ist und dass die im Tempel geschlossenen Bündnisse ewig sind. Wenn wir uns beständig an sie halten, sind sie der Garant dafür, dass die mit dem jeweiligen Bündnis verbundenen Verheißungen in der Ewigkeit Wirklichkeit werden. Ein eindeutiger Fall von Offenbarung in meinem Leben trat ein, als mir durch den Geist unmissverständlich eingegeben wurde, ich solle Janine Watkins bitten, sich im Tempel an mich siegeln zu lassen. Eine der bedeutenden Lektionen, die jeder von uns lernen muss, ist das Bitten. Warum möchte der Herr, dass wir zu ihm beten und ihn um etwas bitten? Weil genau das der Weg ist, wie Offenbarung empfangen wird. Wenn ich mit einer besonders schwierigen Sache konfrontiert bin, versuche ich folgendermaßen zu erkennen, was zu tun ist. Ich faste. Ich bete darum, dass ich Schriftstellen finde, die mir helfen und dass ich diese auch verstehe. Dies wiederholt sich regelmäßig. Zunächst lese ich eine Schriftstelle, ich denke darüber nach, was der Vers bedeutet und bete um Inspiration. Dann gehe ich in mich und bete darum, zu erkennen, ob ich alles erfasst habe, was der Herr von mir möchte. Oftmals stellen sich weitere Eindrücke ein, je besser ich die Lehre verstehe. Ich habe herausgefunden, dass dies ein guter Weg ist, um aus den Heiligen Schriften zu lernen. Es gibt einige praktische Grundsätze, die Offenbarung fördern. Erstens, wenn man Gefühlen wie Wut, Kränkung oder Abwehrhaltung nachgibt, vertreibt man den Heiligen Geist. Solche Gefühle müssen beseitigt werden. Andernfalls ist die Chance auf Offenbarung nur gering.
Ein weiterer Grundsatz lautet, bei Humor Vorsicht walten zu lassen. Lautes, unangebrachtes Gelächter kränkt den Geist. Eine gute Prise Humor lädt Offenbarung ein. Lautes Gelächter tut das nicht. Wer Sinn für Humor hat, hat ein Ventil, wie er den Druck des Lebens ablassen kann. Der Offenbarung ebenso zuwider sind Übertreibungen oder lautstarke Äußerungen. Behutsames, leises Sprechen trägt dazu bei, dass man Offenbarung empfangen kann. Geistige Kommunikation kann ebenfalls gefördert werden, indem man auf seine Gesundheit achtet. Bewegung, eine vernünftige Portion Schlaf und gute Essgewohnheiten steigern unsere Fähigkeit, Offenbarung zu empfangen und zu verstehen. Wir leben so lange, wie es für uns vorgesehen wurde. Wir können jedoch sowohl die Qualität unseres Dienens als auch unser Wohlbefinden verbessern, indem wir wohlbedachte und richtige Entscheidungen treffen. Es ist wichtig, dass unsere tagtäglichen Beschäftigungen uns nicht davon abhalten, auf den Geist zu hören. Offenbarung kann auch in Form eines Traums gegeben werden, in einem fast unmerklichen Übergang vom Schlaf zur Wachheit. Wenn man sich dann bemüht, sofort alles zu erfassen, kann man alle Einzelheiten festhalten. Andernfalls jedoch verblasst alles sehr schnell wieder. Inspirierte Kommunikation während der Nacht wird normalerweise die ganze Zeit von dem Empfinden begleitet, dass sich etwas Heiliges ereignet. Der Herr bedient sich Personen, die uns sehr am Herzen liegen, um uns im Traum Wahrheiten kundzutun, weil wir diesen Menschen vertrauen und ihren Rat beherzigen. Wenn wir durch den Heiligen Geist belehrt werden, wird dies vom Herrn gesteuert. In einem Traum kann er es jedoch leichter verständlich für uns machen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es uns ins Herz dringt, indem die Belehrung von jemandem kommt, den wir lieben und schätzen. Wenn es den Absichten des Herrn dient, kann er uns alles in Erinnerung rufen. Dies soll nicht unsere Entschlossenheit mindern, Eingebung des Geistes festzuhalten. Wenn wir unsere Inspirationen sorgsam aufzeichnen, zeigt das Gott, dass uns das, was er uns mitteilt, heilig ist. Solche Aufzeichnungen helfen uns auch, uns besser an Offenbarung zu erinnern. Aufzeichnungen über die Führung des Geistes müssen vor Verlust und den Blicken anderer geschützt werden. In den Heiligen Schriften kommt deutlich zum Ausdruck, dass die Wahrheit, wenn man sie unablässig lebt, die Tür zur Inspiration öffnet, dass man erkennt, was zu tun ist und wo man die eigenen Fähigkeiten durch die Macht Gottes verstärken muss. In den Schriften wird beschrieben, wie das Vermögen eines Menschen Schwierigkeiten, Zweifel und scheinbar unüberwindbare Herausforderungen zu meistern, in Notzeiten durch den Herrn gestärkt wurde. Wenn Sie über solche Beispiele nachdenken, wird der Heilige Geist Ihnen im Stillen bestätigen, dass diese Begebenheiten wahr sind. Sie werden erkennen, dass Sie ähnliche Hilfe bekommen können. Ich habe gesehen, wie Menschen, die sich Herausforderungen gegenübersahen, wussten, was zu tun war. Wenn etwas über ihre eigene Erfahrung hinausging, weil sie auf den Herrn vertrauten und wussten, dass er sie zu den so dringend benötigten Lösungen führen würde. Der Herr hat gesagt, und ihr sollt euch aus der Höhe belehren lassen. Heiligt euch. Dann werdet ihr mit Macht ausgerüstet werden, damit ihr geben könnt, so wie ich es gesagt habe. Die Worte heiligt euch mögen verwirrend erscheinen. Präsident Lee erklärte mir einmal, dass man diese Worte auch so formulieren könne. Haltet meine Gebote. Wenn wir den Rat auf diese Weise lesen, wird er vielleicht klarer. Man muss geistig und körperlich rein sein und reine Absichten verfolgen, damit der Herr
einen inspirieren kann. Der Herr vertraut denen, die seinen Geboten gehorsam sind. Sie haben Zugang zur Inspiration des Herrn, um zu wissen, was zu tun ist und, wenn nötig, zur göttlichen Macht, es auszuführen. Damit unsere Geistigkeit stärker wird und wir mehr darauf zurückgreifen können, müssen wir eine Umgebung für sie schaffen, wo Rechtschaffenheit herrscht. Hochmut, Stolz und Arroganz sind wie felsiger Boden, der niemals geistige Frucht hervorbringen wird. Demut ist der fruchtbare Boden, auf dem Geistigkeit wächst und der Inspiration als Frucht hervorbringt, sodass man weiß, was man tun soll. Sie verschafft uns Zugang zu göttlicher Macht, mit der wir das bewerkstelligen, was getan werden muss. Jemand, der gelobt werden will oder nach Anerkennung sucht, wird nicht in der Lage sein, durch den Geist belehrt zu werden. Wer überheblich ist oder wer sich bei Entscheidungen von seinen Gefühlen leiten lässt, wird nicht machtvoll vom Geist geführt werden. Wenn wir als Werkzeug zugunsten anderer fungieren, werden wir eher inspiriert, als wenn wir nur an uns selbst denken. Wenn wir anderen helfen, kann der Herr damit auch Weisungen verbinden, die zu unserem eigenen Nutzen sind. Der Vater im Himmel hat uns nicht auf die Erde geschickt, damit wir versagen, sondern damit wir glänzenden Erfolg haben. Es mag paradox erscheinen, aber gerade aus diesem Grund kann es manchmal sehr schwierig sein, die Antworten auf ein Gebet zu erkennen. Manchmal sind wir einfach so dumm. Wir wollen uns dem Leben stellen und verlassen uns dabei auf unsere eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten. Es ist viel klüger, wenn wir versuchen, durch das Gebet und göttliche Inspiration zu erkennen, was zu tun ist. Unser Gehorsam gewährleistet, dass wir, wenn erforderlich, göttliche Macht empfangen können, um ein inspiriertes Ziel zu erreichen. Wie viele von uns erkannte auch Oliver Cowdery nicht, dass der Herr ihm bereits Antwort auf seine Gebete gegeben hatte. Um ihm und uns die Augen zu öffnen, erging folgende Offenbarung durch Joseph Smith. Gesegnet bist du um des Willen, was du getan hast. Denn du hast mich gefragt, und siehe, so oft du gefragt hast, hast du von meinem Geist Belehrung empfangen. Wäre es nicht so gewesen, so wärst du nicht an den Ort gekommen, wo du jetzt bist. Siehe, du weißt, dass du mich gefragt hast und ich deinen Verstand erleuchtet habe. Und nun sage ich dies alles, damit du weißt, dass du durch den Geist der Wahrheit erleuchtet worden bist. Wenn Sie meinen, dass Gott nicht auf Ihre Gebete antwortet, halten Sie sich diese Schriftstellen vor Augen. Suchen Sie dann bei sich sorgfältig nach Anhaltspunkten dafür, dass er Ihnen bereits Antworten gegeben hat. Zwei Indikatoren dafür, dass eine Empfindung oder Eingebung von Gott stammt, sind, dass sie einem inneren Frieden verleiht und eine sanfte innere Wärme spüren lässt. Wenn Sie sich an diese Grundsätze halten, sind Sie darauf eingestellt, in Zeiten, in denen es darauf ankommt, Offenbarung zu erkennen. Je genauer wir dem Einfluss göttlicher Führung folgen, desto größer wird unser Glück hier und für die Ewigkeit sein. Und in desto größerem Maße werden wir Fortschritt machen und dienen können. Ich begreife noch nicht ganz, wie das vonstatten geht, aber diese Führung in unserem Leben nimmt uns nicht die Entscheidungsfreiheit. Sie können sich entscheiden, wie Sie wollen. Bedenken Sie jedoch, wenn man geneigt ist, das Rechte zu tun, erntet man inneren Frieden und Glück. Trifft man falsche Entscheidungen, gibt es dank der Umkehr einen Weg zurück. Wenn alle Bedingungen gänzlich erfüllt sind, befreit ein das Sühnopfer unseres Erretters, Jesus Christus,
von den Forderungen der Gerechtigkeit, die sich aus begangenen Fehlern ergeben. Das ist so herrlich einfach und so unvergleichlich schön. Wenn man weiterhin rechtschaffen lebt, wird einem stets eingegeben, was zu tun ist. Manchmal mag einem die Erkenntnis, welche Maßnahme zu ergreifen ist, große Mühe und großes Vertrauen abverlangen. Dennoch wird einem eingegeben, was zu tun ist, wenn man die Bedingungen für solche göttliche Führung erfüllt, nämlich Gehorsam gegenüber den Geboten des Herrn, Vertrauen auf seinen göttlichen Plan des Glücklichseins und das Vermeiden von allem, was diesem zuwiderläuft. Die Kommunikation mit dem himmlischen Vater ist keine belanglose Angelegenheit. Sie ist ein heiliger Vorzug. Sie beruht auf ewig gültigen, unveränderlichen Grundsätzen. Wir erhalten Hilfe vom himmlischen Vater, weil wir Glauben üben, gehorsam sind und unsere Entscheidungsfreiheit richtig gebrauchen. Möge der Herr Sie inspirieren, die Grundsätze zu verstehen und zu nutzen, die zu persönlicher Offenbarung und Inspiration führen. Im Namen Jesu Christi. Amen.